Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 170: Die Prüfungen. An dem Tag hat sich sein Herz in Eis verwandelt, wiederholte Severus in Gedanken, und es musste auf ihn zutreffen, denn dieser harte Vergleich berührte ihn nicht im geringsten. Was sie mir doch zusetzte, war Hermines unglücklicher Blick. Entschuldigen Sie, Severus, ich wollte wirklich nicht so taktlos klingen. Das war wohl der Amortentia. Die Sorgenfalten auf ihrer Stirn verschwanden auch nicht, als sie ein falsches Lächeln aufsetzte. Tun Sie mir einen Gefallen, begann er distanziert. Und nehmen Sie sich diese Angelegenheit nicht so zu Herzen. Ob er mit Angelegenheit nur den vorangegangenen Vergleich zwischen ihm und Kai meinte oder sogar sein ganz persönliches Schicksal, war nicht deutlich herauszuhören. Anstatt sich verbal zu äußern, nickte sie nur. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir kümmern uns um Ihre Beurteilung. Wir gehen sie gemeinsam durch. Wenn etwas unklar sein sollte, dann erkläre ich es Ihnen gern. Die Arten der Umschreibung bestimmter Eigenschaften ist nicht jedermann sofort ersichtlich. Was wird aus dem Amortentia? Sie blickte auf den Kessel mit seinem regenbogenfarbenen Inhalt. Sie möchten doch wohl keinen Schluck nehmen? Scherzte er. Ihr erschrockener Gesichtsausdruck belustigte ihn. Wir könnten den Trank heute beim Abendessen gegen die Karaffe mit Kürbissaft austauschen. Aber Severus, mahnte sie kopfschüttelnd. Das ist doch nicht ernst gemeint. Mit Hilfe seines Zauberstabs und einem gepflegten Evanesco verschwand der Amortentia. Möchten Sie im Büro? Sie fiel ihm ins Wort. Wir können die Beurteilung auch in Ihrem Wohnzimmer lesen. Die Beurteilung umfasste nicht wenige Seiten, weswegen sich Hermine ungefragt die Schuhe auszog, um gemütlich auf seinem Sofa Platz nehmen zu können, mit einer Wade auf dem Polster. Er hatte alles in dem Schreiben erwähnt, was sie in den letzten Monaten zusammengebraut und gelernt hatten. Ist das eigentlich eine Art Zeugnis? Sie wusste nur, dass sie beim Ministerium eine Bescheinigung benötigen würde, dass ein Zaubertränkemeister sie für die Prüfung vorschlug. In gewisser Weise ist es das. Wenn auch ein sehr ausführliches, das muss ich zugeben. Mag daran liegen, dass Professor Slughorn sich bei mir weniger Mühe gegeben hat. Sein Ehrgeiz war deutlich herauszuhören. Und Sie wollten es besser machen als er? Bei der Frage grinste sie keck. Ich habe die Beurteilung so formuliert, wie ich es für angemessen halte. Sollte es Ihnen nicht zusagen? Nein, das meine ich nicht. Ich bin nur sehr überrascht, gab sie ehrlich zu. Warum überrascht? Sie wussten, dass ich Sie und Ihre Fähigkeiten schriftlich bewerten werde. Sie schüttelte den Kopf. Dass Sie mich so gut bewerten, meine ich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich versichere Ihnen, dass ich die Beurteilung rein objektiv gestaltet habe und etwaige persönliche... Er formulierte um. Ich habe Wert darauf gelegt, dass der Text frei von Vorurteilen gestaltet ist. Also sachlich und nüchtern. Severus, ich wollte damit keinesfalls andeuten, dass Sie mich unter Umständen besser bewerten, als ich bin. Nur weil Sie mich vielleicht gerne haben. Ich meine, gerne hier haben, um Sie herum. Genau gesagt im Labor, meine ich. Wir sind... Sie geriet gänzlich ins Stocken. Team. Ein tolles Team zusammen. Lesen Sie weiter, empfahl er beschwörend, damit die Situation nicht auch noch für ihn unangenehm werden könnte. Seiner Aufforderung kam sie liebend gern nach,
bevor sie sich vollends zum Trottel machte. Sie las eine ganze Weile. Seine Handschrift war ihr vertraut. Sie war eng und winzig. Einige Buchstaben waren auffällend eckig, aber insgesamt war die Schrift außergewöhnlich sauber. Er saß ihr die ganze Zeit gegenüber am Couchtisch und beschrieb ein Pergament. Nach einer Weile traute sie sich, etwas zu fragen. Warum haben Sie eingebracht, dass ich selbstständig einen Trank entwickelt habe? Weil das Eindruck schinden wird. Ich bin mir sicher, dass ein oder zwei Ihrer Prüfer mit der Körperschaft der Zaubertränkemeister vertraut sind. Junge Menschen, die sich der Forschung verschreiben, werden mit anderen Augen betrachtet. In dieser Hinsicht empfehle ich, auf Fragen bezüglich der Entwicklung Ihres Trankes nur ausweichend oder knapp zu antworten. Sie nickte und nahm sich den Ratschlag zu Herzen. Auf der nächsten Seite fiel ihr wieder etwas auf, weshalb sie ihn beim Schreiben störte. Warum betonen Sie an manchen Stellen so speziell, was meine Aufgaben bei bestimmten Tränken und Brauvorgängen gewesen waren? Weil ein Wir einen unselbstständigen und unsicheren Lehrling aus Ihnen machen könnte, der nichts ohne seinen Meister zustande bringt. Ich sagte bereits, dass man bei der Bewertung fürs Ministerium auf seine Formulierung achten muss. Würde ich schreiben, wir hätten den Adlerauge gebraut, könnte man es so auslegen, als hätten sie nur daneben gestanden und zugesehen. Ach so. Sie las weiter. Sie haben sogar geschrieben, ich würde regelmäßig den Wolfsbandtrank brauen, der auch von einem Betroffenen eingenommen wird. Das entspricht doch der Wahrheit. Den Examinatoren halte ich damit vor Augen, warum ich sie bereits nach so kurzer Zeit für die Prüfung vorschlage. Somit wird man gar nicht erst wagen, sie ins Kreuzfeuer zu nehmen. Sie brauen nicht nur Hermine, ihre Tränke sind tadellos und finden bereits Verwendung auf einem Gebiet, auf dem man sich keine Fehler erlauben darf. Als sie sich die Beurteilung weiter durchlas, wurde ihr erst bewusst, wie viel sie in der kurzen Zeit mit ihm zusammen gemacht hatten. Trotzdem sie häufig an eigenen Projekten gearbeitet hatten. In Gedanken rechnete sie nach, wie lange sie schon bei ihm war. Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor. Das Angebot, sie als seine Meisterschülerin aufzunehmen, machte er am Tag vor der Wiedereröffnung der Schule. Das war Mitte März letzten Jahres gewesen. Wären dann nicht einige ärgerliche Dinge vorgefallen, hätte sie nicht erst im Mai zugesagt. Mit Severus hatte sie aber auch schon viel früher zu tun. Seine Handschrift erinnerte sie an den Brief, den er ihr wegen Harrys Problem geschickt hatte und der von Ron bitterböse beantwortet worden war. Den Brief hatte er ihr selbst bald nach Voldemorts Tod geschickt, nachdem Harry das erste Mal ein Problem mit seiner Wahrnehmung hatte. Sie blickte auf und schaute gedankenverloren zum Hund hinüber, der in seinem Körbchen lieg und schlief, während sie die Vergangenheit auseinandernahm. Sein Brief war noch vor der Verleihung des Merlin-Ordens gekommen und die war am 8. Januar gewesen. Die Erinnerung kam plötzlich wieder, ohne dass sie sich anstrengen musste. Es war vor Weihnachten gewesen, als Harry im Fuchsbau plötzlich niemanden mehr sehen konnte. Weihnachten vor 2 Jahren. Hermine hatte mit Severus während ihres letzten Ausbildungsjahres im Mungus bereits 4 Monate lang wegen Harrys Problem recherchiert, bevor er ihr sein Angebot gemacht hatte. Unterschrieben hatte sie jedoch erst im September, vor ihrem Geburtstag. Gültig war der Ausbildungsvertrag erst ab Oktober, weil ihr Vertrag im Mungus noch bis Ende September gelaufen war. Nach bestandener Heilerprüfung hatte sie 2 Monate Urlaub genommen, August und September, und da war sie auch schon bei ihm regelmäßig aufgekreuzt. Hermine stutzte. Für die Prüfer wäre sie offiziell nur 4 Monate bei Severus gewesen, obwohl sie mit ihm jetzt schon über 1 Jahr zusammenarbeitete. Anfangs nur wegen Harry und aufgrund ihrer Verpflichtungen im Mungus auch nur nachmittags. Ab August war sie offiziell schon seine Schülerin. Zahlen und Monate schwirrten ihr durch den Kopf. Hermine? Seine Stimme erschreckte sie, so tief war sie in Gedanken versunken. Ja? Was haben Sie?
Sind Sie doch zu müde? Wir können aufhören. Es ist schon 6 durch. Wir haben sogar das Abendessen verpasst. Nein, ich bin nicht müde. Ihr Magen knurrte, was er mit einer hochgezogenen Augenbraue zur Kenntnis nahm. Aber Hunger habe ich. Ich werde etwas ordern. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Sie schüttelte den Kopf. Nein, einfach etwas vom Abendessen, das es in der großen Halle gab. Es machte sie nervös, dass er sich nicht rührte, sondern sie neugierig betrachtete, weswegen sie ihr nachdenkliches Verhalten erklären wollte. Ich habe nur überlegt, wie lange wir insgesamt schon zusammenarbeiten. Etwas über 14 Monate, antwortete er wie aus der Pistole geschossen. Er reichte ihr 3 Pergamente mit dem Hinweis, dass dies die letzten Seiten ihrer Beurteilung darstellen würden. Es war eine Ausführung über die Arbeit mit Basiliskengift, Pansys Fall und Hermines Verdienst am Erwachen der Patientin. Die nächsten Tage verliefen ruhig. Severus gestaltete die Arbeit angenehm und forderte sich ständig, aber keinesfalls störend dazu auf, ihm Fragen zu stellen. Und je öfter sie ihre Beurteilung las, desto mehr Fragen stellte sie allgemein über Dinge, die sie in ihrer Prüfung erwarten würde, bis der große Tag letztendlich kam. Hermine hatte niemandem Bescheid gegeben, weil sie sich damit nur unter Druck setzen würde. Es reichte ihr, dass Severus von ihrem Prüfungstermin wusste. Allein die Angst, ihn enttäuschen zu können, sollte sie durchfallen, war unerträglich. Am Frühstückstisch fragte Harry seinen älteren Kollegen, »Wo ist Hermine?« Severus war sich so sicher, dass sie bestehen würde, aber er wusste auch, dass sie den Prüfungstermin für sich behalten wollte, weswegen er erwiderte, »Seit 6 Uhr in der Früh im Ministerium.« »Wieso das denn?« »Weil sie Dinge zu erledigen hat.« Auch Remus hatte das gehört und der wollte wissen, »Was denn für Dinge?« »Was geht Sie das an, Lupin?« Harry hatte eine Ahnung und sprach es an. »Dann ist heute Abend wohl Party angesagt, wie?« Severus schenkte ihm einen fragenden Blick. »Na, falls Hermine die Prüfung besteht.« »Glauben Sie wirklich, ich lasse mich von Ihrer plumpen Art aushorchen?« fragte der Tränkemeister entgeistert. »Oh!« war Harrys einziger Kommentar, bevor er sich verlegen seiner Tasse widmete. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.